Am Freitag ist es endlich soweit, die neue Bundesliga-Saison startet. Und ich habe heute Morgen im Briefkasten diese wunderbaren Zettel hier gefunden. Da stehen ein paar Vereinsnamen drauf. Und ich würde sagen, ich schneide die mal durch und dann geht's auch los mit dem Video. Denn heute, liebe Freunde, ist es mal wieder Zeit für eine Bundesliga-Prognose. Und da wir ja die Zettel da im Briefkasten gefunden haben und jetzt auch ein Paket angekommen ist, ich habe es jetzt schon mal ausgepackt, sieht man hier so ein Becherglas, so ein riesengroßes. Und da haben wir gedacht, eignet sich doch perfekt einfach mal, statt wie beim letzten Mal unsere Meinung sprechen zu lassen, einfach mal zu sagen, was würde denn so eine Lose sagen? Was wäre, wenn wir einfach auf gut Glück einen Zettel hier aus diesem Becherglas, ich mache das mal weg, das sollte einfach nur eine Abdeckung sein, wenn wir einfach mal Zettel aus dem Becherglas ziehen, wer dann Meister wird, wer dann absteigt, ist doch mal was anderes, ist doch was Nettes. Und natürlich kann ich auch heute nicht auf meinen Experten, auf den guten Colin verzichten, auch wenn es heute nicht um Wissen geht, sondern eher um Glück geht. Aber du bist hier gerade noch so ein bisschen am Knicken der ganzen Zettel. Hier sind nämlich die ganzen Zettel, die er jetzt hier irgendwie zusammenfaltet, damit wir gleich auch ja nicht sehen können, welchen Verein wir ziehen. Ja, komm mal hier rum, mir egal, wo du stehen möchtest. So macht er das ganz gut. Und dann einfach da rein mit den Dingern. Einfach rein hier in das große Becherglas. So, da kamen jetzt schon die ersten. Ich ordne die selbst noch mal so ein bisschen, weil die alle zusammen sind. So, damit wir auch gar nicht tricksen. Mal den hier und den hier. Wir tricksen nicht. So, nun sind alle gefalten. Mal eben zählen. Hier der erste. Keine Ahnung, was das für ein Verein ist. 2, 3. Sind 18, haben wir gezählt. Passt. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Bist du die Losfee oder soll ich die sein? Ich bin die Losfee. Das abwechseln. Fangen wir oben an, fangen wir unten an. Ich würde sagen, heute können wir ruhig mal wieder oben anfangen, denn wenn wir jetzt mal, weil klar, dass Bayern Meister wird. Jetzt ist ja so gut wie gar nicht klar, dass Bayern Meister wird. Die Chance ist ein 18, dass Bayern Meister wird. So, Platz 1. Legen wir los mit Platz 1 und der geht an, oh, lustig, der FC Augsburg. Augsburg wird Erster. Lustig. Passt, oder? Colin, was meinst du, Augsburg in dieser Saison? Was meinst du? Ja, Erster. Ja, Erster und in der Realität? 15. 15. Passt. So, dann halt du das jetzt mal. Dann mache ich mit dem zweiten Platz, der ja nicht mehr so spannend ist, weiter. Und der geht an, was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, ich sehe da einen Aufsteiger, der erste FC Nürnberg wird Zweiter. Und in der Realität, halten Sie die Klasse? 14. 14. meinst du? Passt, 14. So, Platz Nummer 3, Colin wirbelt hier alles schön durch. Und jetzt gucken wir mal. Freiburg! Was ist das denn für eine Tabelle? Der Sportclub aus Freiburg wird Dritter. Jetzt haben wir Augsburg auf dem ersten Platz, Nürnberg auf dem zweiten und Dings auf dem dritten. Freiburg Dritter. Lustige Tabelle bisher. Freiburg am Ende der Saison in der Realität. 16. 16. sagst du. Okay, Relegation. Aber halten die Klasse, oder? Ja. Dann mache ich weiter. So, hier auch mal schön durchwühlen. Gucken wir mal, was wir hier so haben. So, hier. Platz 4 geht an den SV Werder aus Bremen, den Sportverein aus Bremen. Ich glaube, die werden so 11. 10. Ja, denke ich auch so im Mittelfeld, sag ich mal. Wo bleiben die Bayern, ist die große Frage. FSV Mainz 05. FSV Mainz 05 macht hier den 5. Platz. Ich komme schon ganz mit dem Ziel durcheinander. In der Realität denkst du auch so, Mittelfeld, unteres Tabellendrittel, würde ich jetzt sagen. Deine Meinung? 17. 17. Oh, Mainz steigt ab, okay. Gucken wir mal, wer denn auf Platz 6 ist, wer es noch in die Europa League schafft. Ob es die Bayern sind oder nicht, Platz 6. Geht so rum, glaube ich, an die TSG 1899 aus hinkommen, Hoffenheim. Ja, da würde ich auch sagen, dass das relativ realistisch ist und gut so hinkommen könnte. In der Realität, ja, denke ich auch so. Oberes Tabellendrittel, Europa League. Du
Du guckst immer selbst darauf. Hertha BSC wird Siebter, kann die auch die Berliner hinkommen. Werden Siebter, das passt auch ganz gut. Weißt du, nachdem wir am Anfang da die ersten drei Plätze so alles voll Abstiegskandidaten, sag ich mal, frech, haben jetzt hier eigentlich realistische auf den Europa-League-Plätzen. Jetzt kommen wir ja hier, machen weiter mit Platz 8 und der geht an den VfL Wolfsburg. Oh. VfL Wolfsburg, Mal gucken, ich kann die dieses Jahr gar nicht einschätzen. Die letzten Jahre von Wolfsburg waren so schlecht, irgendwann muss es ja mal besser werden. Aber ob es in dieser Saison so weit ist, ich weiß nicht. So, Platz Nummer 9. Leverkusen. Tabellenmittelfeld. Bayer 04 Leverkusen. Eigentlich auch eher was für das obere Tabellendrittel. Ist man jetzt hier nur auf Platz 9 im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob denen das so gut gefallen würde. Ich denke mal, in der Realität wird es besser werden. So, Colin würfelt hier nochmal ordentlich durch. Es geht weiter mit dem 10. Platz und der geht an Bayern. Punkt jetzt. Hannover 96. Wird 10. Ja, kann also sein. Bayern, Schalke und Dortmund alle noch nicht. Leipzig auch noch nicht und so. Und Gladbach und wie sie alle heißen. Aber Dings, Hannover auf Platz 10 könnte hinkommen, würde ich sagen. Ja, ja. Passt. So, du bist wieder dran. Gucken wir mal hier schön. VfB Stuttgart. VfB Stuttgart auf Platz 11. Ja, könnte auch hinkommen, würde ich sagen. So, Mittelfeld kommt drauf an, wie es mit dem Abstiegskampf aussehen wird, ob wieder die halbe Liga unten drin steht oder diesmal nicht. Ja, dementsprechend wird das dann entweder so sein oder nicht so sein. Jetzt sind wir gar nicht mehr so viele unten und ich würde sagen, jetzt beginnt der Abstiegskampf und in dem steckt auf jeden Fall der FC Bayern. Mal gucken, wen ich jetzt ziehe. Auf Platz 12 haben wir Borussia, sehe ich da schon mal, aber es ist nicht Dortmund, es ist Borussia Mönchengladbach auf Platz 12. Ja, wenn es eine schlechte Saison wird, dann passt das, oder? Colin Gladbach, was meinst du, diese Saison? Achter vielleicht, Siebter. Achter, Siebter, ja, aber Zwölfter, nee. 12. passt nicht zu denen. Platz 13. Es wird immer enger im Abstiegskampf. Und Leipzig, der geht an Leipzig kann die Klasse halten. Sie halten genau die Klasse. Aber ja, mehr auch nicht. Da wird, wie heißt er, Ralf Rangnick nicht begeistert sein als Spielertrainer, nicht Managertrainer ist er ja. Weil es keinen besseren gibt als ihn. So, ich guck mal, wenn ich jetzt hier so ziehe. Schön hier alle durcheinander wühlen, so. Ihr seht das, ich hab alles. Alles guck hier. Auch, ich guck auch nicht hin. Guck. Und wen habe ich jetzt? Oh, jetzt. Jetzt habe ich hier Fortuna Düsseldorf, der Ausscheider, genau. Der Aufsteiger aus der zweiten Fußball-Bundesliga kommt auf Platz 14, ist das jetzt, oder? Ja. Und somit sind dann, ja, Düsseldorf, was meinst du? Ja, ungefähr. Düsseldorf, keine Ahnung, ob die die Klasse halten können. Es wird knapp, aber ich denke, die schaffen es. Kann sogar gut sein, dass es als 14. der Fall sein wird. Und jetzt ist der harte Abstiegskampf. Platz 15, 16, 17, 18. Wer wird 15. und rettet sich? Direkt. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund entgeht der zweiten Liga. Ist im sicheren Gewässer auf Platz 15. Muss man nicht in die Relegation und steigt auch nicht direkt ab. Bayern muss 16. werden. Wir haben jetzt Schalke und Bayern sind noch im Pott und ich weiß nicht, wer noch, irgendeiner von da oben, glaube ich, aber, oder? Oder? Augsburg hat Mainz? Mainz weiß ich gar nicht. Augsburg hatten wir auch. So, mal gucken. Hier sehe ich was von wegen Eintracht Frankfurt wird 16. Und damit steht fest, dass Bayern München laut unseren Losen hier in die zweite Bundesliga absteigt. Aber Frankfurt auf jeden Fall 16. Da ist noch nicht so ganz klar, ob es in die Relegation geht oder nicht. In der Realität, denke ich mal, wird es Mittelfeld werden. Ja. Nachdem Kovac jetzt bei Bayern ist, weiß ich nicht, ob das nochmal so eine gute Saison wird. Ja, aber wie beim letzten Mal. Ich glaube eher nicht. Jetzt aber mal Bayern oder Schalke, wer wird letzter? Ist ja nicht mehr letzter. Viel Auswahl hier. Das wär's. Oh, Bayern wird 17. Oh, immerhin nicht letzter, die Bayern. Hier auf Platz 17 jetzt. Und somit ist eigentlich klar, dass der FC Schalke hier nun von mir, halt mal,
So. Was kommt jetzt? Hier. Damit wir es haben, FC Schalke 04 auf Platz 18, letzter Abstieg in die zweite Bundesliga. Ja. Ist das so realistisch, Colin? Was meinst du? Auf jeden Fall. Bayern vorletzter, ja. Schalke letzter. Das ist mega realistisch. So wird das werden. Oder was meinst du? Schreib deine Meinung, schreib deine Meinung doch gerne mal unten in die Kommentare. Wer macht's? Wer wird Meister? Wer steigt ab? War mal eine etwas andere Prognose heute von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal völlig kostenlos, aktiviert natürlich auch die Glocke, ganz, ganz wichtig, um immer up to date zu sein, wenn der Snook hier ein neues Video hochlädt. Und in diesem Sinne, danke Leute fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.